Eine Steintrophäe. Eine Badewanne hierhin. Auch wenn Zwerge normalerweise nicht so gerne baden. Hauptsache, wir machen alles irgendwie schöner. So, Militärspezialisierung. Jetzt hier alles mit Stein verkleiden. Den Thron wieder platzieren. So. Haha, perfekt. Dann brauchen wir... Ich nehme wieder den Boden hier. Das ist Marmorboden, den können wir leider nicht platzieren. So. Und für die Wände genau dasselbe Mauerwerk. Ja. Und ganz ehrlich, hier um die Ecke kommt auch das hier wieder hin. So. Dielenböden hier unten. Und dann mal hier bitte runtergraben. So, mit was kann ich meine Zufriedenheit noch steigern? Mit Topfpflanzen, blaue Blume, Blattpflanze. Einfach mal ein bisschen dekoratives Zeug. Eine blaue Blume zum Beispiel. Hier neben die Badewanne. Und hier neben den Schrank. Das hilft auch ein bisschen. Und ja, unser Zwergengesicht hier oben ist ziemlich grantig, dadurch, dass wir alle schlechte Laune haben. Ah, hier ist viel Turmalin. Ah, und da ist ein... Nicht weitergraben. Bitte nicht weitergraben. Noch nicht jedenfalls. Kommt da lieber erstmal raus. So, Militärspezialisierung habe ich übrigens erforscht. Also könnte ich aus dir einen Nahkämpfer machen, wenn ich genug Eisen hätte. Habe ich aber nicht. Wie sieht's mit meinem... Ah, der kann zu einem Militärzwerg gemacht werden. Wir haben übrigens auch ziemlich wenig Essen, fällt mir gerade so auf. Also sollte ich doch eine dritte Karottenpflanze vierte Karottenpflanze hier platzieren. So. Gut, da unser Hauptaugenmerk jetzt gerade daran liegt, die Zwerge zufriedenzustellen, hau ich mal so viel das ganze Holz raus, was ich habe, um hier alles mit Dielenböden auszukleiden. Ja. Der Dielenboden da war falsch. Der kommt weg. So. Kommt hier hin. Genau. Weil hier will ich alles wie immer mit Turmalin auskleiden. Und wir haben wieder eine positive Tendenz. So, Wände. Laubmauerfliese. Nein, Holzpflaster. Auch wenn das nicht gerade günstig ist. Ist aber besser als kein Holz mehr. Okay. Ich habe jetzt zwei Kriegerzwerge. Ich habe nicht mehr sonderlich viel Gold. Ich habe auch kein Holz mehr, um frische Übungspuppen zu bauen. Deswegen wird es Zeit, dass wir expandieren. In den großen Raum, da können wir von mir aus noch über das Turmalin reingraben, weil wir da rankommen müssen.
Aber bei allen anderen Räumen wird das etwas problematischer. Ich könnte jetzt theoretisch Stein verkaufen, um mir Eisen zu kaufen. Mache ich einfach mal. Dann kann ich nämlich wenigstens einen der beiden hier upgraden zu einem Kämpfer. Am besten den Level 6er hier. So. Und einer der Bergarbeiter-Zwerge fühlt sich jetzt verantwortlich, graben zu gehen. Sehr gut. Nahrung scheint wieder zu steigen. Beliebtheit ist jetzt supi hoch. Sehr schön. Holz kommt auch langsam rein. Oh, wir haben einen Ork gefunden. Zwei Orks. Mit einem Topf voll Gold und ein paar Fischen. Noch ein Topf voll Gold. Oh, Stoffrüstung. Ganz schnell freischalten. Ein trimetrives Ork-Bett. Und wo portet sich der Ork hin? Dahin. Und macht meine Pflanzen kaputt. Das könnte jetzt ungesund ausgehen. Ich hätte warten sollen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die beiden Orks jetzt besiegen kann. Einer meiner Militärzwerge ist tot. Nein, das war nicht gut. Ich könnte ganz schnell den Hemford zwei neue Jungzwerge anfordern, die zu Pseudomilitärs machen. Wir haben nämlich jetzt gerade zwei Militärzwerge verloren. Und mein König, der kann sich nicht wehren. Wir verlieren gerade auch alle unsere Pflanzen. So, Militär. In der Hoffnung, dass der es schafft, den Ork zu töten. Obwohl ich dem Ork wahrscheinlich mehr zutraue, dass er den da schneller tötet. Deswegen gleich in Hemford nochmal einen Ersatz anfordern. So, Militär. Haut mal bitte zu zweit auf den drauf. Oh, sie haben es doch geschafft. Aber wir haben ziemlich viel Verlust einstecken müssen. Erstmal was Nahrung und Holzpflanzen angeht. Sind wir ziemlich kaputt gegangen. Und unser Militär wurde komplett zerlegt. Na, ein Forschungspunkt ist schon mal nicht schlecht. Das wäre alles Stein. Das ist ein bisschen Gold. Und hier wäre eine Türe. Gut. Wir sind einigermaßen wieder oben auf.
Jetzt müssen wir halt die beiden Zwerge wieder hoch trainieren. Mit Eisen klappt das schlecht. Ah, wo trainieren die am besten? Am besten hier unten beim Essen. Ja, hier können die trainieren. Und ja, ich bin mir ziemlich bewusst, dass uns die Rohstoffe langsam ausgehen. Aber wenigstens ist die Zufriedenheit meiner Zwerge ziemlich hoch. Gerade was Nahrung angeht, haben wir ein Problemchen. So, für dich bräuchte ich noch mehr Turmalin, ja. Ah, Gold können wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Hier ist ein kleines Goldvorkommen. Das sind wenigstens 200 Gold, was da rumliegt. Ja, und ich bin wirklich viel zu früh mit meinen Soldaten ins Feld. Ich hätte die wirklich auf Level 8 hochleveln sollen. Das habe ich jetzt davon. Ich habe einen guten Soldaten verloren und einen normalen. So, wie wäre es, wenn einer mit dem Ding da trainiert? Weil du bist schon Level 5. Und vielleicht sollte ich die eine Pflanze hier verkaufen. Das bringt ja nochmal ein bisschen Gold zurück. Und lieber auch eine Karottenpflanze, da wir wirklich Nahrungsmangel haben. Oh, und ich komme hier nicht runter, fällt mir gerade so auf. Wir haben viel zu viel Stein, also nehme ich Steinleitern dieses Mal. Und platziere auch hier gleich eine, die fällt dann nämlich runter, dass meine Bergarbeiter gleich hochklettern können, sobald sie sich freigegraben haben. Der Raum war eine gute Ausbeute, das kann man nicht abstreiten. Das Problem war eher, dass da zu starke Orks drin waren. Also ja, ich wurde vorgewarnt, dass es eine Gefahrenzone ist. Aber ich habe mich wohl überschätzt. Ja, der Raum hier ist auch so ein Problem. Ich muss jetzt wirklich erstmal warten, bis mein Militär wenigstens auf 8 ist. Und eigentlich bräuchte ich 3 Militärzwerge, bevor ich hier weitermachen will. Das heißt, die Forschungen müssen warten. Also die Forschungseffektivität zu erhöhen. So, es sind wenigstens beide Zwerge schon mal wieder auf Level 5 und 6. Das macht übrigens auch Erfahrungsforschung, dass die effektiver aufleveln durch die Übungspuppen. Habt ihr keine Lust zu arbeiten, Arbeitszwerge?
Nein, habt ihr nicht, weil ich euch nicht wieder eingestellt habe mit dem neuen Stein. Das könnt ihr erklären.